Buffetversuche sollen ja nicht nur Genuss, sondern sie sollen auch die Möglichkeit bieten, bei diesem Erlebnis selbst mitzugestalten. Haben dafür extra ein Labor vorbereitet, wir nennen das Genussschmiede, wo eben der Kunde die Möglichkeit hat, dort mitzumachen. Ein besonders spannenden Aspekt in den sogenannten Feldversuchen finde ich den Aspekt, wie wir uns bemühen, ein gutes Lebensmittel herzustellen, wie du versuchst, aus diesem Lebensmittel dann ein weiter veredeltes Produkt für deine Gäste herzustellen. Und unsere Köche zeigen dann, was sie aus diesen Spitzenprodukten noch alles herausholen können. Dieses Mal haben wir uns für den Schafkäse entschieden und Schafkäse haben wir deshalb von der Familie Stiegl genommen. Erstens mal, weil wir schon lange miteinander zusammenarbeiten und zweitens mal produziert die Familie Stiegl einen hundertprozentigen reinen Schafkäse. Ja, eigentlich finde ich es ein bisschen verrückt, aber es ist trotzdem spannend. Eines ist ganz klar, ohne eine gute Zusammenarbeit zwischen Bauern und Gastronomen und den regionalen Produkten kann es keine Qualitätsgastronomie geben. Wenn ihr bereit seid für Neues, dann kommt zum 31. August.